Hallo, nochmal zu. Ich habe Stellaris im Angebot gekauft. Was mache ich hier eigentlich? Das ist Teil anderthalb, wo ich euch eine kleine Einführung gebe in, wie man sich ein neues Volk zum Spielen zusammenstellt hier. Also man geht erstmal auf den Create New Button hier oben. Ja, wenn man ganz unten ist, dann muss man den vielleicht erst suchen. Ist ganz hier oben. Geht dann hier auf Select. Dann hat man hier einen bunten Blumenstrauß an Optionen. Hier die Appearance, also das Aussehen. Gibt es verschiedene Überkategorien. Hier zum Beispiel Humanoid, also das sind, was man so vielleicht als Völker bei Star Trek erwarten würde. Alles zwei Arme, zwei Beine, ein Kopf und hier die Menschen. Und dann gibt es hier verschiedene andere Optionen, verschiedene andere Überkategorien. Die meisten haben keinen Einfluss aufs Spiel, wie zum Beispiel hier Säugetiere. Alle den Säugetieren auf der Erde nachempfunden. Reptilien. Vögel. Es gibt ein paar, die kamen allerdings dann mit späteren DLC dazu. Sollte man nur das Hauptspiel gekauft haben im Angebot, wie gesagt, das ist ja eigentlich die Prämisse dieser Serie, dann muss man sich um die nicht kümmern, weil die werden dann gar nicht zur Auswahl angegeben. Aber ich werde sie einmal kurz vorstellen. Also die, die Sonderregeln haben, sind die Maschinen. Na, wenn man als Roboter Empire spielen möchte, dann die Plantoiden. Die haben nicht wirklich Sonderregeln, aber auch das ist ein DLC, was man sich dazu kaufen kann. Die hat man sonst auch nicht im Spiel. Es gibt ein Pack für die Humanoiden. Wenn man das Pack nicht hat, dann sind, glaube ich, nur hier die ersten fünf im Spiel und der Rest wäre dann ein DLC. Und dann gibt es die Lithoids, also die Lithoiden. Das sind Wesen auf Siliziumbasis, das ist das neueste Kreaturenpack, was quasi dazugekommen sind. Die haben auch andere Regeln. Alle anderen, so hier Pilze oder Molluskoiden oder Insektenartige, haben im Grunde genommen die normalen Standardspielregeln. Na, und da können wir uns jetzt eins aussuchen, zum Beispiel die lustigen Schmetterlinge hier. Dann können wir uns hier einen Namen überlegen. Ja, kann man auch zufällig machen, wenn man möchte, wenn einem nichts einfällt. Dann gibt es hier ein Schiffspräfix. Das ist so wie zum Beispiel bei Militärschiffen, die heißen dann immer USS Saratoga oder so. Da könnte man sich jetzt hier Schmetterling, Weltraum, Flotte oder so ein Kürzel ausdenken. Und dann gibt es hier Namenslisten, die bestimmen quasi, wie Anführer heißen, wie Schiffe automatisch benannt werden, wie Welten automatisch benannt werden. Das kann man alles eigens selber noch umbenennen, aber wenn man hier zum Beispiel das alte Rom gut findet, gibt es hier eine römische oder es gibt hier Maschinennamenslisten oder hier verschiedene, keine Ahnung, von anderen Sprachen inspirierte oder so. Aber das meiste ist eigentlich Kauderwelsch. Na, insofern nehmen wir hier diese Namensliste. Es ist relativ egal. So, dann kommt die erste Kategorie, wo es wirklich um die Wurst geht, wo man spielentscheidende Faktoren bestimmt. Und das sind die Traits der Lebensform an sich. Also zum Beispiel diese Schmetterlinge sind besonders gut, zum Beispiel beim Farmen oder beim Energieproduzieren oder so. Und dann gibt es hier so Sachen, wie man sie vielleicht auch kennt aus anderen Spielen, sowas wie intelligent,
oder besonders anpassungsfähig. Und die roten hier sind Nachteile. Du fragst dich der aufmerksame Zuseher, warum sollte ich Nachteile nehmen? Man nimmt die Nachteile, damit man sich die besseren Vorteile leisten kann. Zum Beispiel, das hier kostet 4. Ich habe nur 2 Punkte übrig, also könnte ich mir das nicht leisten. Aber wenn ich jetzt sowas nehme wie langsame Brüter, dann könnte ich mir extrem adaptiv leisten. Und gut, die könnte man alle einzeln durchgehen, aber im Grunde genommen steht immer dabei, was sie machen. Insofern kann man da nach eigenem Gusto vorgehen. Und selbst wenn ich mir jetzt alles vollpacke mit Nachteilen, selbst dann wäre das noch spielbar. Es macht es schwerer, weil es sind alles Nachteile, aber spielbar wäre es. Vielleicht ist das eine Challenge, die man sich selbst auferlegen kann, keine Ahnung. So, ich nehme mal hier sowas und dann noch Slow Learners dazu, weil es halt für die Demonstration erstmal egal ist. Dann geht es hier weiter. Dann können wir bestimmen, was die Heimatwelt ist. Es gibt trockenes Klima, da sind die drei drin, dann gibt es nasses Klima. Das hier in der Mitte wäre kontinentales Klima, das ist das, was wir haben auf der Erde. Und dann gibt es gefrorenes Klima. So, auch das ist, ich meine, es gibt Unterschiede. Trockene Klimata sind, also da findet man mehr Energie und auf gefrorenen findet man mehr Mineralien und auf nassen findet man mehr Nahrung. Aber das ist der einzige Unterschied. Ansonsten ist es wirklich egal, was man nimmt hier. Kann man hier noch einstellen, wie ungefähr das Sonnensystem aussehen soll, indem man anfängt. Da kann man sagen, hier sollen ein, zwei oder drei Sterne drin sein. Oder es soll komplett random sein. Das machen wir mal. Dann kann man hier, das ist auch wieder nur optisch, entscheiden, wie die Städte aussehen sollen, die man baut. Und dann kommen die Origins. Die sind relativ neu im Spiel. Voreingestellt ist Prosperous Unification. Das ist halt die Völker auf deiner Welt haben sich wie auch immer zusammengeschlossen, entweder durch einen Krieg oder durch so eine Art EU oder UN. Und dann gibt es hier verschiedene andere, die man auch alle einzeln erklären könnte, aber die machen auch alle, was da steht. Also hier zum Beispiel fängt man mit 8 Roboter-Pops an und hat die Fähigkeit, Roboter zu bauen. Und die Roboter kosten weniger Upkeep. Dann gibt es hier, man hat eine zweite Spezies auf der Welt, die sich parallel entwickelt hat und die so halbwegs so einen Dienstbotenstatus hat. Oder hier, man fängt auf einer Gaia-Welt an, was erstmal gut klingt, aber das führt auch dazu, dass die eigenen Leute halt hauptsächlich nur auf Gaia-Welten klarkommen. Und solche Sachen. Dann Postapokalyptik, das ist, man spielt, also man hat den Weltraum erst erreicht, nachdem man durch einen Atomkrieg fast ausgelöscht wurde und all sowas. Also viele von diesen werden bedingt durch DLCs, die man sich gekauft hat. Ne? Aber es gibt so ein paar, die kann man immer nehmen, so wie Prosperous Unification, auch wenn man keine DLCs hat. Dann geht es hier weiter mit der Regierungsform. Da gibt es hier quasi so ein Ethikrat, da kann man entscheiden, was möchte man sein. Das geht militaristisch. Xenophob, egalitär, materialistisch, pazifistisch, xenophil, autoritär und spiritualist. Also wenn man jetzt zum Beispiel religiöse, militante Leute sein will, dann würde man das nehmen. Das hier draußen ist fanatisch, also man kann bis zu 3 anklicken. Die hier außen kosten 2. Also ich könnte jetzt sowas machen oder eine andere Mischung. So, ne, ich will nicht sagen, das ist egal, alle haben Vor- und Nachteile, aber das sprengt den Rahmen, das alles zu erklären. Also nehmen wir mal egalitär, pazifistisch und fremdenfreundlich. So, und dann kann man hier entscheiden, obwohl ich nehme egalitär mal weg und mache stattdessen materialistisch, weil dann sieht man hier die verschiedenen Staatsformen, die man haben kann. Es gibt Demokratie, da wird alle 10 Jahre gewählt. Oligarchisch, da wird alle 20 Jahre gewählt. Diktatorisch, dann wird nur gewählt, wenn der letzte Chef stirbt. Und
Imperial, das bedeutet, man hat halt eine Erbfolge. Und wenn ich jetzt hier, wie ich das eben vorhatte, egalitär nehme, dann sieht man, dass diktatorisch und imperial fällt aus, weil die Leute das nicht mitmachen. Und wenn ich hier das Gegenteil nehme, autoritär, dann würde demokratisch ausfallen, weil die Leute wollen nicht so oft wählen. Na, aber wenn wir das jetzt nehmen, dann haben wir alles. Wenn wir oligarchisch nehmen, dann haben wir eine irenische Bürokratie. Wird alle 20 Jahre gewählt und so weiter. Und dann haben wir hier Civics. Das sind so Eigenarten, die das eigene System haben, wie zum Beispiel Halsabschneiderpolitik oder aristokratische Elite, was jetzt ein bisschen merkwürdig ist, weil wir sind ja oligarchisch und nicht imperial. Oder Agrarian Idyllic, das wäre, dass die Leute in Städten nicht so zufrieden sind, sondern alle lieber einen Garten zu Hause haben. Das hat halt alles auch irgendwie Auswirkungen. So, nehmen wir mal funktionelle Architektur, das bedeutet, die Gebäude sind billiger. Und keine Ahnung, ist egal. Environmental ist, das bedeutet dafür, dass meine Leute weniger Consumer Goods benutzen. So, dann gibt es hier vom Tutorial die Stimme kann man bestimmen und die Stimme, die einem sagt, wenn Sachen fertig werden und so, das ist komplett kosmetisch, ist vollkommen egal. Und dann kann man hier den Namen bestimmen und wenn einem keiner einfällt, kann man hier drücken. Und je nachdem, was man für eine Staatsform hat, wird dann hier ein Name generiert. Also hier sind wir immer gerne Kooperative oder ein Syndikat, weil wir oligarchisch sind. Dann geht es hier weiter mit der Flagge. Kann man zwei Farben bestimmen, aus denen die Flagge zusammengesetzt ist. Und ein Symbol, da kann man auch aus einer Vielzahl auswählen. Auch das alles ist kosmetisch. Genauso wie das Aussehen des Schiffs. Und zum Schluss gibt es dann den Anführer, den man benennen und quasi zusammenbauen kann und wie der Raum aussieht, den andere Völker sehen, wenn sie mit einem reden, was außer im Multiplayer relativ egal ist. Alles. Ja, man kann auch noch den Titel, also wenn man sagt hier Koordinator, gefällt mir nicht so. Der Chef von meinen Leuten soll Hausmeister heißen. Beziehungsweise Hausmeisterin, weil das ist jetzt die weibliche Anrede. Männliche kann ich auch ändern. So, wunderbar. Fertig haben wir das. Ist jetzt hier eine kleine Zusammenfassung. Das können wir abspeichern, dann wird das zu unserer Liste hinzugefügt. Und wenn wir dann auf Done gehen, dann können wir das Spiel starten. Okay, das war's wieder mal. Bis zum nächsten Mal.